Hallihallo, ihr Lieben, und willkommen zurück hier bei Memoria. So, wir sind jetzt hier mit Satya unterwegs. Ich gucke mal erstmal ins Inventar. Ein Rubin hat sie dabei. Mein Almandin. Mein zorniges Auge. Mein trauriges Herz. Gegen nichts auf der Welt würde ich ihn jemals eintauschen. Oh, um Himmels Willen, sie muss ihn bestimmt irgendwann mal eintauschen. Schön finde ich auch, dass das Inventar von ihr anders aussieht als bei Geron. Mal gucken, was hier steht bei ihr im Questbuch. Okay, findet das verborgene Schloss an der Grabkammer. Da möchte ich jetzt noch nicht draufklicken, weil ich da noch keine Hilfe haben möchte. Wir haben es ja noch gar nicht ausprobiert. Satya trägt immer einen Rubin bei sich. Woher er kommt und was er bedeutet, bleibt unklar. Okay, was haben wir hier eigentlich? In der gorischen Wüste steht eine gewaltige Schlacht bevor. Der Dämonenherr Borbarat will eine Legion von Wesen aus den Niederhöllen entfesseln und die mächtigsten Krieger Aventuriens stellen sich dem entgegen. Eieiei. Und hier haben wir Satya. In seinen Träumen erlebt Fahi jede Nacht aufs Neue die Abenteuer der Prinzessin Satya von Fasar. Zusammen mit einer Gruppe Helden will sie ein uraltes Artefakt aus der Grabkammer eines Magier-Morguls rauben und als Waffe in eine anstehende Schlacht bringen. Mhm, okay. Auf ihrem Arm trägt sie das Zeichen der Nachfahren des Moguls. Mogul, nicht Morgul. okay, weiterspielen. Und, weiterspielen bitte. So. Und dann gucken wir uns jetzt hier erstmal ein bisschen um, ne, Säulen. Sie beobachten mich. Ja, ich wollte gerade sagen, das sieht ja schon alles sehr nach so Augen irgendwie aus, ne? So, Rachwan. Er ist ein flinker Kämpfer. Ich sehe keine einzige Wunde. Okay, ich mag die Stimme von ihr sehr, sehr, sehr gerne. Die Wächter sind zerbrechlicher, als sie aussehen. Okay. Hoffentlich war das der Letzte. Was sind denn das für Wesen? Hoffentlich war das der Letzte. Okay. Irgendwelche Wächter auf jeden Fall. Hier sagt sie vielleicht dasselbe wie auf der anderen Seite. Sie beobachten mich. Okay. Krieger, Magier. Wir gucken mal, was beim Krieger los ist. Er ist ein guter Kämpfer, aber er hat es nicht verdient, dass man es ihm sagt. Oh, okay. Ist wohl ein kleiner Egoist oder bist du eine kleine Egoistin? Das gilt es noch rauszufinden. Ich kenne ihn erst seit gestern und ich verstehe bereits mehr von ihm als er von mir. Er weiß, worum es geht. Aber er ist nicht der starke Anführer, der er vorgibt zu sein. Oh, okay. Na, wenn du das sagst. Ein fein gearbeiteter Zierbogen mit Schnörkeln und Mustern. Okay. Ja, jetzt haben wir hier noch die Tür. Es muss nur noch der Schlüssel in das Schloss und der Weg ist frei. Wo seht ihr ein Schloss? Die Tür ist überzogen von Dreck. Was versteht eine Prinzessin schon von Dreck? Genug, um zu wissen, dass er sich abwaschen lässt. Das sind gute Neuigkeiten für dich, nicht wahr? Was willst du damit sagen? Psst! Silenzium, bitte! Ich brauche Ruhe. Der feine Herr braucht Ruhe. Okay, jetzt weiß ich, was sie gerade gemeint hat. Die beiden verstehen sich wohl nicht sonderlich gut. Der Kollege hier, der steht einfach nur rum. Komm, wir quatschen mal mit ihm. Warum hat dich das Volk der Verkiner verstoßen? Geht dich nichts an. Stimmt, deine Vergangenheit ist ganz allein dein Problem. Hauptsache, du führst uns bald sicher durch die Berge zum Heer. Hauptsache, ich bekomme bald mein Geld. Ah, ein Söldner? Oder wie kann ich das hier verstehen? Ich finde es übrigens sehr cool gemacht, dass hier zwischendurch immer sowas von oben runterbröckelt. Ich mach mal gerade... Ah, okay, ich habe doch noch was übersehen. Nämlich hier vorne sind Fragezeichen. Mal gucken. Es sieht aus wie Blut. Oh, dann wird es wahrscheinlich auch Blut sein, nehme ich mal an. Okay, dann quatschen wir erstmal hier mit dem Krieger. Wie habt ihr mich vorhin genannt? Shabib. Das ist Tulamidia für kleiner Junge. Ohne mich wärt ihr schon längst tot. Bitte, keine Streitereien. Sie hat angefangen. Sie hat mir den Lolli weggenommen. Ja, ja, wie das immer so ist. Ich quatsch ihn trotzdem nochmal an. Besser, ihr bleibt mir fern. Gern. Besser, ihr bleibt mir fern. Gern. Können wir mit dem hier auch nochmal reden? Ich probiere ja immer gerne alles 10-mal aus. Du redest nicht viel, richtig? Richtig. Ja, sehr gut. Zur Halle, da möchte ich erstmal nicht hin. Da vorne den Zierbogen haben wir ja schon angesehen. Hier sind Einkerbungen.
Schriftzeichen? Könnt ihr sie lesen? Nein, es sind nur Einkerbungen. Weiter nichts. Bist du dir sicher, meine Gute? Hat er dieselbe Stimme wie Gerun? Ich bin mir da noch nicht so hundertprozentig sicher, aber wir reden mal mit ihm. Magier? Prinzessin? Oh, okay. Heldengruppe, Mission, Hilfe anbieten. Wir fragen ihn vielleicht erstmal ein bisschen über diese Truppe hier aus. Warum habt ihr gerade uns als Gefährten gewählt? Wen meint ihr im Besonderen? Ja, eigentlich meine ich alle. Komm, wir fangen mal an. Kann der Prügelknabe noch etwas anderes außer um sich schlagen und schreien? Tja, das ist mehr als ihr könnt, Püppchen. Alrik hält uns die Ungetüme vom Hals. Er ist ein guter Mann. Okay, ich hoffe ja, dass diese beiden oder dass diese ganze Konstellation wirklich eine ganze Weile miteinander unterwegs sein wird, weil ich glaube, das kann sehr, sehr lustige Dialoge geben. Wird Rachban uns wirklich bis zum Schluss begleiten? Ja, sobald wir hier fertig sind, wird er uns durch den Raschtulswald zum Heiligen Heer führen. Er selbst ist in eben jenem Gebirge aufgewachsen. Er kennt den Weg besser als jeder andere. Ihr wisst, der Verkina ist ein Verstoßener. Sogar sein eigenes Volk fürchtet ihn. Wir haben keine andere Wahl. Wir brauchen ihn. Okay, also das ist der hier anscheinend. Ich muss mir jetzt erstmal irgendwie so ein bisschen die Leute merken, dass hier ist auf jeden Fall Satya. Machen wir mal weiter. Wie kommt ein Magier wie ihr dazu, so eine Gruppe zu führen? Ich wollte mich der Streitmacht in Punin anschließen, als mir ein Adelsmann aus Fasar von der Maske erzählte. Der Rest war eine Frage des Geldes und der Entschlossenheit. Wahrscheinlich eher des Geldes, hm? Welche Rolle spielte Harun? Er war euer persönlicher Leibwächter. Er sollte euch beschützen. Was er auch getan hat, bis zum Schluss. Es tut mir leid um ihn. Er kannte das Risiko. Wichtig ist, dass ihr am Leben seid. Okay, den kennen wir also gar nicht. Und was ist mit mir selber? Hattet ihr gezielt nach einer Prinzessin gesucht? Nein, ich hatte nach einem thulamidischen Gelehrten gesandt. Aber ein solcher ist schwer zu finden in diesen blutigen Tagen. Die wenigsten wissen sich zu behaupten und werden schnell Opfer der marodierenden Banden, die derzeit um die Vorherrschaft in Fasar kämpfen. Die Straßen von Fasar waren schon immer ein schreiender Albtraum. Umso größer das Wunder, dass ihr dort so lange überlebt habt. Ihr seid die verstoßene Erbin eines gestürzten Herrschers. Ich hätte meine Dukaten nicht auf euch gewettet. Ja, das ist natürlich sehr schön. Und er hat nicht die Stimme von Gerun, oder? Nee, ich glaube nicht. Genug davon. So, ja, Mission. Vielleicht sollten wir erstmal in Erfahrung bringen, um was es hier überhaupt geht, wenn er uns denn überhaupt davon berichtet. Wie sehen die nächsten Schritte aus? Wir dringen in die Grabkammer des Moguls ein und stehlen die Maske von Malakar. Dann bringen wir sie über die Gipfel des Raschtulswalds zum Heiligen Heer, bevor es in die Schlacht ausläuft. Und dort triumphieren wir oder gehen elendig unter. Die Zukunft dieser Welt liegt in unseren Händen. Oh je, ja, wie immer. Ach Mensch, so viele Fragen. Wie tief sind wir? Das wissen nur die Götter. Fasar wurde Schicht um Schicht auf den Ruinen alter Dynastien erbaut. Darunter liegen Gewölbe, so alt wie das Land selbst. Diese Grabkammer zum Beispiel wurde vor 2 Jahrtausenden vom letzten lebenden Magier-Mogul Malakar errichtet. Es heißt, er war ein Großmeister der Elementar- und Transformationsmagie. Mit einem bloßen Schnippen bog er Erz und Erde nach seinem Willen. Diese Hallen waren sein größtes und letztes Werk. Oha. Ihr seid euch sicher, dass hinter dieser Mauer die Maske wartet? Ja, ganz sicher. Niemand weiß, woher der Mogul Malakar die Maske hatte oder ob er sie gar selbst erschuf. Aber er war so besessen von ihr und ihrer Macht, dass er sie am Ende mit in sein Grab nahm. Es heißt weiter, dass es ihm Zeit seines Lebens nie geglückt sei, ihre wahre Macht zu wecken. Was macht sie? Es heißt, dass der Träger der Maske jede verlorene Schlacht, überhaupt jede Niederlage und jeden Verlust in einen ewigen Sieg verwandeln kann. Wieso nennt es sich das Heilige Heer? Das Heilige Heer ist eine Armee von Geweihten. Nur mit der heiligen Macht der Götter, so glaubt man, kämen wir gegen die anstürmenden Dämonenhorden an. Ihr sagtet, das Heer zieht über das Gebirge Raschtuls. Warum so ein schwieriger Umweg? Die meisten Pässe werden von den Legionen des Bösen bewacht. Zudem gibt es einen magischen Ort über den Gipfeln des Raschtulswalds, wo man hofft, eine letzte entscheidende Allianz zu schmieden. Dort werden wir uns dem Heer anschließen. Wie konnte es nur so weit kommen?
Eine Invasion des Bösen in unserer Zeit? Dunkle Zeiten gibt es immer wieder, Prinzessin. Aber was genau dazu geführt hat, spielt keine Rolle mehr. Wichtig ist nur, dass wir bereit sind zu kämpfen. Die größten Helden unserer Zeit haben sich zusammengefunden, um die Entscheidungsschlacht in der gorischen Wüste zu schlagen. Und auf ewig in die Geschichte einzugehen. Wenn wir gewinnen. Habt ihr nicht langsam genug gequatscht? Er hat recht. Wir müssen weitermachen. Ihr habt keine weiteren Fragen? Nee, erstmal nicht, weil mein Kopf mal wieder zugedröhnt ist von allen möglichen Informationen. Mich trau dem Burschen hier nicht so ganz, möchte ich mal sagen, aber trotzdem werden wir ihm unsere Hilfe anbieten. Was ist das Problem? Das Schloss ist verborgen. Ich finde es nicht. Irgendein geheimer Mechanismus. Vielleicht ein Objektum dieser Piratek? Was auch immer. Ihr müsst es öffnen. Ja, was auch immer, ganz genau. Können wir nochmal die Hilfe anbieten? Ihr braucht wirklich keine Hilfe? Nein. Das Schloss ist garantiert magisch verborgen. Und damit kann nur ich es finden. Oh, der Herr. Naja, vielleicht müssen wir es einfach nur eintreten. Ihr braucht wirklich keine... Nein. Okay. Und damit... Okay. Kennen wir schon. Ende. Gut, ja, nun, wenn wir einfach mal Linksklick auf den Grabeingang machen... Haltet Abstand. Wir wissen nicht, was sich hier sonst noch verbirgt. Oh, ja, der Herr. Guck mal hier nochmal bei dem Blut. Das fasse ich nicht an. Es sieht klebrig aus und giftig. Ach so, okay. Vielleicht ist es doch kein Blut. Den Arm können wir wahrscheinlich nicht einpacken, oder? Haltet euch von den Wächtern fern, Prinzessin. Selbst ihre abgetrennten Glieder haben noch Leben in sich. Bleib unten. Ja, das hast du sehr schön gesagt. Okay, wir gehen mal hier zur Halle. Seid ihr lebensmüde? Ihr habt gesehen, was da draußen für Kreaturen herumlaufen. Okay. Wir gehen trotzdem. Wenn so die Prinzessinnen in diesem Land sind, dann möchte ich nicht die Könige erleben. Keine Sorge, das werdet ihr nicht. Dem letzten Kalifen von Fasar wurde vor 5 Monaten bei lebendigem Leibe die Haut abgezogen. War er ein Tyrann? Ja, wie alle Herrscher in dieser Stadt. Außerdem... Was? Habt ihr die Tätowierung auf ihrem Arm gesehen? Ich glaube, es ist das Zeichen Malakars. Sie ist eine direkte Nachfahrin. Wir haben die Ur-Ur-Urenkelin eines verdammten Magier-Mogul-Monsters in dessen Grabkammer mitgenommen? Seid ihr noch bei Trost? Sie ist ein guter Mensch. Vertraut mir. Wir werden sie bald brauchen. Wow, ach du meine Güte. Da bin ich ja mal gespannt, was sie da mit uns so vorhaben. So, hier haben wir wieder ganz viele Sachen. Grabeingang, da kam er wahrscheinlich gerade. Ach, da sieht man ihn noch stehen. Hier sieht man den Magier. Das ist ja richtig cool gemacht. Ich muss da rein und die Waffe finden. Sonst war alles umsonst. Okay. Um das Rückgrat des obersten Wächters zu brechen, hat der Magier den Ohrschmuck des Moguls zu Fall gebracht. Doch für Harun kam jede Hilfe zu spät. Oh nein. Eine große Hand. Weiter nichts. Ach, jetzt erkenne ich das erst. Ja, wir stehen hier tatsächlich auf einer großen Hand. Hier haben wir wieder so einen Wächter. Er war schon so, als wir herkamen. Wer weiß, ob wir sonst gewonnen hätten. Ach du meine Güte. Kannst du mich hören? Du tust mir leid mit deinen gebrochenen Beinen. Es ist sehr einsam hier unten. Aber einen Schritt näher und wir brechen dir auch noch den Hals. Ja, ich glaube, der kann sich nicht mehr wirklich bewegen, oder? Das Abbild des Magier-Moguls, der vor tausenden von Jahren hier herrschte und nun hier begraben liegt. Er sieht aus wie ein riesiger Zwerg. Ich wollte es nicht sagen. Ja, er sieht wirklich aus wie ein riesiger Zwerg. Was haben wir hier noch zum Kampfplatz? Okay, Koloss. Ruinen. Es heißt, ein uraltes Wesen lebt in diesen Hallen. Es hat 2 Pferdebeine und eine smaragdene Lanze und jagt damit jeden Grabräuber bis an das Ende seiner Tage. Wenn wir es in die Schlacht schaffen, ist das ja nicht mehr lang. Ja. Gut, dann gehen wir mal hier rüber zum Kampfplatz. Und mal schauen, was uns denn da erwartet. Ist das hier euer Freund? Ja. Aufgespießt mit seiner eigenen Fackel. Was für ein unwürdiger Tod.
Ja, das tut mir sehr leid. Es würde zu lange dauern, ihn runterzuholen. Die Zeit rennt uns davon. Okay. Ach Mann, der Arme. Jetzt muss der da so rumhängen. Und er hat bestimmt alles getan, um dich zu beschützen. Er ist so groß und doch haben wir ihn erst so spät gesehen. Ich kann nicht glauben, wie dumm wir waren. Bastard. Ja. Das, ist wohl alles, was sie dazu zu sagen hat. Ich mach mal... Oh mein Gott, da habe ich aber viel übersehen. Oh, ein Dolch. Das war Haruns Dolch. Ja, dann nimm ihn doch mal an dich. So, was war da hinten jetzt noch? Ach so, hier ist sogar... Ah, Tasche, guckt mal an. Er war ein Tollpatsch. Aber er hatte den Verstand, an Dinge zu denken, an die wir nicht dachten. Was auch immer er bei sich trägt. Es könnte uns helfen. Okay, dann pack das mal bitte ein. Außer Reichweite. Ach so, na selbstverständlich. Vielleicht kannst du dir mit dem Dolch irgendwie da abfischen. Na prima, prächtig. So habe ich mir das nicht vorgestellt, ehrlich gesagt. ich wollte eigentlich, dass sie das... Es würde zu lange dauern, die ja, Zeit nee. Rennt uns dann. Du solltest eigentlich auch an die Tasche... Okay, hat jetzt irgendwie nicht so ganz funktioniert, wie ich es mir vorgestellt hatte, ehrlich gesagt. So, Felswand und Wächter haben wir da noch und da das Monstrum, okay. So. Dahinter liegt die Grabkammer. Ja, buddelt euch doch hier einfach durch. Ein weiterer Wächter. Wir konnten ihn nicht töten, daher mussten wir ihm die Beine abschlagen. Du erinnerst mich an die Palastwachen, die ich einst kannte. Doch anders als sie warst du von vornherein gegen mich und fielst mir nicht erst später in den Rücken. Danke. Irgendwie. Okay, ich glaube, die arme Frau, die hat einiges schon mitgemacht in ihrem Leben, was ich gerade noch sagen wollte. Haben die nicht vorhin erzählt, dass Harun ihr Leibwächter war? Dann ist das ja ziemlich schlecht, wenn er so tollpatschig gewesen sein soll. Aber okay. Wenn ich sie nur irgendwie einreißen könnte. Ja, du könntest sie doch versuchen, hier mit deinem Dolch aufzubuddeln. Es gibt bestimmt eine andere Lösung. Ja, vielleicht. Vielleicht mag es das geben. Was ist denn, wenn wir Dolch und Rubin... Nein. Okay, da wird Madame ganz zickerig. Gut, Säulengang. Ach, hier haben wir noch was. Hier, Felsen. Die Reste des kolossalen Ohrschmucks. Erst das hat der Kreatur den Rücken gebrochen. Okay, also, ich weiß noch nicht so genau, was das hier alles mit diesen Monstrositäten und so weiter auf sich hat. Dahinter liegt der Grabeingang. Ja, wir gehen mal zurück zur Halle. Ah, mit Doppelklick geht das alles ein bisschen schneller. Ach nee, warte mal bitte. Gute Frau, haben wir hier schon alles angesehen? Du tust mir leid mit deinen gebrochenen Beinen, aber einen Schritt. Ja, ja, ja. Gut, dann gehen wir mal zurück zum Grabeingang. Und mit dem Dolch werden wir jetzt nicht so viel anfangen können, ne, eigentlich. Naja, egal, ihr Lieben, dann beenden wir die Aufnahme so, wie wir sie gestartet haben, hier vorne in der Grabkammer. Am Anfang wird noch nicht so viel passieren, wir werden ja wie immer erstmal ein bisschen mit Informationen versorgt. Nichtsdestotrotz finde ich sehr, sehr spannend. Ich hoffe, es gefällt euch auch und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, sage tschüss und bis zum nächsten Mal.